Seinen Fischen sollte man abwechslungsreiches Futter bieten. Frost- und Lebendfutter enthalten wichtige Nährstoffe und sich bewegendes Lebendfutter steckt den Jagdtrieb der Tiere. Ein sehr gutes Lebendfutter bilden die Nauplien, das heißt die Larven der Artemia- oder Salinenkrebschen. Durch ihre geringe Größe sind sie die optimale Nahrung zur Aufzucht von Jungtieren und dafür in der Aquaristik sehr bekannt. Aber auch alle adulten und größeren Fische nehmen dieses Futter gerne an. Mit dem JBL Artemius Set kann man sich dieses Lebendfutter einfach, schnell und bequem selber züchten und seinen nassen Mitbewohnern so eine leckere Abwechslung in ihrem Speiseplan bieten. Hier sehen wir das praktische Gefäß samt Ständer. Durch die spezielle Form des Gefäßes befinden sich später alle Artemien in Bewegung. Und wenn wir den unten befindlichen Hahn öffnen, fließt alles Wasser samt der Kultur restlos raus. There's no gravity that sucked me in your orbit. There's no magnet that was in your heart. Jetzt gießen wir etwas kälteres Wasser in die Zuchtstation. Why fight it? I was secretly delighted. I gave chase and then I let you win. Zusätzlich müssen wir jetzt noch im Handel Salz und Dauereier erwerben. Das Salz muss nicht aus dem Zoohandel stammen, ihr könnt auch einfaches Meersalz verwenden. Hauptsache, es enthält unter keinen Umständen Jod. Praktischerweise kauft ihr beides auch von JBL, da ist dann etwa die Dosierung des Salzes und der Eier mit der Wassermenge im Zuchtgefäß abgestimmt. Unten auf dem Ständer ist übrigens Platz für den im Set enthaltenen Auffangbecher, auf den das feinmaschige Artemia-Sieb kommt. Jetzt nur noch den Deckel drauf und die mitgelieferte Luftpumpe angeschlossen. Die dauerhafte Belüftung und die daraus resultierende Zirkulation des Wassers ist notwendig für den Schlupf der Krebschen. Das Artemius-Set erhaltet ihr übrigens für 35 bis 40 Euro. Hier steht das Ganze günstig, denn jetzt müssen wir erstmal bis zum Schlupf 24 bis 48 Stunden warten. Wenn alle Larven geschlüpft sind, dann stellt ihr die Luftpumpe ab und lasst die Zuchtstation ein wenig so stehen, dass sich im Gefäß alle Eierhüllen oben und alle Larven unten sammeln. I'm stuck to you, but I'm cozy and I don't wanna wiggle loose. I don't wanna wiggle loose. Dann öffnet ihr den Hahn und lasst die Artemia-Nauplien in das Sieb fließen. Ihr wartet jetzt, bis alles Wasser in den Becher geflossen ist und sich im Sieb nur noch die Larven befinden. Und dann spült ihr das Ganze nochmal mit frischem Wasser durch, damit an den Larven keine Salzreste mehr haften. Wenn das erledigt ist, dann könnt ihr die Artemia-Nauplien endlich zu den Fischen ins Aquarium geben und eure flossigen Freunde dabei beobachten, wie sie munter nach den Krebslarven schnappen.